Tschüss. Chat, da ist er. Ey, ganz kurz, bevor wir reingehen und mehr darüber sprechen. Meinst du, man kann bei ihm irgendwas retten? Nein, das ist... Digga, das ist ein krankes Setup hier. Wie so Verhörraum, Alter. Willst du gleich anfangen? Ich kann anfangen. Alter, es wird ernst, oder was? Okay, Freunde, krass, es geht los, Alter. Seiten auf Null. Genau, Seiten auf Null, wie ich es noch nie hatte. Bart richtig sexy. Und oben gebe ich dir einfach das Wort aggressiv mit und du interpretierst es, wie du einfach denkst. Wirklich, ehrlich. Das kannst du. Geil. Oh shit, es geht los direkt. Lass mal gucken. Haben wir irgendwie so einen Spiegel, dass ich mir dann so ab und zu mal gucken kann? Nein, ohne. Ey Julia, vielleicht musst du weggucken. Nein. Ich guck hin komplett. Boah, es könnte aber krass werden. Was war das Stichwort, was du gegeben hast? Aggressiv. Aggressiv oben? Ja. Aber was würdest du sagen, Chain, sind meine Haare so vom Ding her gesund und so, oder? Ja, die finde ich gesund dann. Sehr gut. Meine auch. Wie war das bei dir? Ist das krank. Ey, Chain, jemand fragt, welchen Detailer du benutzt. Ich habe aber keine Ahnung, was das heißt. Ah, ich benutze einen Saber-Trimmer. Ah ja, klar. Ah ja, der klassische. Also gehst du halt die klassische Route bei dem Trimmer-Thema, ne? Ja. Einer hat geschrieben, ich soll mir die Ingo-Appelt-Frisur machen. Das ist krank. Der Friseur sieht aus, als würde er gut ficken. Ja. Meine Freundin schreibt, please kein Edgar, ich flehe dich an. Ich weiß nicht, wie wir dann Sex haben sollen. Chat fragt, wie oft passiert es, dass du beim Haareschneiden so richtig reinscheißt? Passiert eigentlich täglich. Immer beim ersten Kunden, gell? Ja. Völler Gedenkfrisur könnte ich mir machen. Was ist die Rudi Völler Frisur? Boah. Die ist hart. Bro, Alter. Die Völler ist krank. Jetzt kommt die Kontur, sagt das Wichtigste. Haarlinie. Oh, Haarlinie. Oh, das will ich sehen. Digga, es sieht richtig krass aus, ich schwöre. Ja. Warum bist du überrascht, Bro? Ich bin richtig überrascht. Überrascht. Sieht wirklich krass aus. Ja? Aber es ist so ein bisschen DJ Khaled. Ja, es ist genau ein bisschen DJ Khaled. Oh, Shindy-Vibes, Mann, ich schwöre. Ja, ja, ja. Oh. Okay, okay, okay. Ja. Ey, vielleicht haben wir neue Frisur unlocked jetzt bei mir. Chat, was sagt ihr? Hm? Deutsche Drake. Ich würde jetzt ist komplett krass. Digga, ey, wer macht das? Wie lange hält das? Ja, das hält. Dominik, du musst jetzt die ganze Zeit so DJ Khaled Catchphrases sagen. Oh mein Gott. DJ Khaled! You ever played rugby? Bring out the cappuccino. Das ist so ungewohnt. Boah, geil. Ich bin gespannt. Ey, Chad, jetzt kommt der Bart und dann ist der Look final, Mann. Bruder, red mal, das passt doch vom Vibe her zu dir. Weißt du, du siehst aus, als würdest du so zu NBA. Bro, weißt du, wie du aussiehst? Ich schwöre. Er sieht aus, als würdest du bei NBA in der ersten Reihe sitzen. Digga, lass nachher noch ein Foto machen. Ja. Ey, Bruder, wir müssen wirklich Nummern austauschen, wenn ich irgendwie mal so Hochzeit oder sowas habe. Oder muss ich auf jeden Fall machen, Alter. Wenn ich Hochzeit mal habe. Ja, oder so, weißt du, irgendwie sowas. Einfach mal zwischendurch. Boah, ich bin so gespannt, Mann. Boah, du siehst so viel jünger aus, what the fuck. Krass, wir sind fertig. Wir sind fertig, ne? Boah. Digga. Geil. Dominik hat committed, Freunde. Also, ich sehe jetzt zum ersten Mal meine Frisur. Okay. Ich check aber. Ich sehe wirklich aus wie DJ Khaled. Alter. Bro, das ist krass. Wie ist hinten? Kannst du von hinten schnell machen? Ja, 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 warte. Hinten ist so. Holy shit, okay, ich finde das crazy. Hier ist so Seite. Boah, also das ist Seite, Bart und so ist ja überwild, Alter. Bro, du hast geballert, Mann. Danke. Du hast geballert, ey. Geil, Bruder. Stark. Danke, Mann. Ehrlich. Okay, ey, dann der nächste auf den Stuhl. Ugo ist dran. Was machen wir bei dir? Du musst einfach retten. Ich will retten. Einfach retten. Was machst du jetzt? Ja, Bro, ich bin jetzt mal hier gucken. Nicht einfach deine Mann, Digga! Hey, Hugo wird langsam da hinten. Bruder, das hast du gerade wirklich Subway Surfer? Natürlich. Das ist crazy. Chain, hattest du schon mal einen Kunden, der nebenbei Subway Surfer gespielt hat? Nein, er ist gemacht. Vor allen Dingen auch mit Sound. Das ist so bodenlos, Alter. Das ist wirklich, das ist nichts mehr, ja. Das ist so einzeln. Ja.
Ja, weißt du, wenn wir Fokus auf den Übergang machen, dann gucken die meisten nachher gar nicht mehr oben. Smart. Ja, ja, doch. Oh. Schon fertig? Ja, warte, nur noch ein bisschen polieren. Das nehme ich hier weg, oder? Ja, kannst du Bart noch alles, die Stoppel wegmachen, ja, dabei Hals? Ich kann ja, das sicher, nicht. Sicher. Jetzt, wo hier alles so frei ist, habe ich unfassbare Bedürfnis, dir wie eine Nackenschelle zu geben. Mhm. Du kannst meine Kreditkarte mal durchziehen, wenn du willst. Gesundheit. Gesundheit. Danke, Bruder, danke, Bruder. Bist du allergisch gegen verdammt fresh Cuts oder was? Einmal nicht bewegen, ganz wichtig. Und du musst filmen. Nicht bewegen. Ich glaube, ich mache nicht mit Messer, sonst schnell. Habe ich jetzt einen Cut drin? Digga, Baddy. Mach mal so Fuckboy-mäßige Moves. Das macht gerade so einen Unterschied. Ey, Bruder, ich glaube auch, du musst es so ein bisschen nach vorne filmen. Ja, ja. Bruder, du hast gerade wieder wie beim Nicht-Essen-Challenge. Echt? Ja, jetzt. Ja, es kommt viel besser jetzt schon. Oh mein Gott. Guck mal nochmal. Die Helme. Okay, Hugo, bist du bereit? Ich bin bereit. Schau dich an. Ist fresh, Bruder. Willst du mit Handy gucken? Ist fresh. Digga, what the fuck? Trust me, trust me. Trust me, wenn du so von der Seite siehst, ist es überhart. Was ist dein Gedanke? Bruder, ich sehe aus wie vor 5 Jahren. Ja? Ja! Digga, das sieht echt normal aus. Ja? Richtig cool aus, Bro. Ja, ich würde sie nicht so sehr selber anfassen, tatsächlich. Gute Arbeit, schön. Danke, Bro. Alright, Freunde, jetzt sind noch Wieland und ich dran. Ne? Oh. Wieland geht höchstwahrscheinlich fürs Mallet und ich mach vielleicht eine Edgar. Mal gucken, Digga. Mach ihn vielleicht? Nein! Ich mach ihn. Das wird so dumm, Alter. Das ist überfresh. Genau, ja. Okay, dann machen wir so. Das ist, geht auch von der Länge auf, oder wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Mach mal, passt so. Dann lass mal das anfangen. Oh, Scheiße, bei Wieland bin ich am gespanntesten irgendwie. Keine Ahnung, Wieland hat halt gerade so eine richtige Aristokratenfrisur. So, meine Eltern wohnen seit 3 Generationen im Chalet. Und es geht Wieland gleich zu. Was anderem halt, ich weiß nicht genau was. Ich sag, Wieland wird aussehen wie so ein Highschool-Mobber. Ja. Hat auch so eine Lederjacke. Ja, ja. Boah. Der so immer in so einer Dreiergruppe ankommt und irgend so ein Typ in so einem Spind einsperrt. Wo ist dein Pausengeld? Bist du aufgeregt wieder? Ein bisschen. Okay, jetzt werden die Seiten ausgehöhlt. Das wird richtig geil. Das kann ich dir garantieren. Das wird richtig cool. Wieland mit frischen Seiten. Dass ich das noch erlebe, Alter. Oder ich werde halt am dümmsten aussehen, ne? Ich dachte einfach so, wir machen uns alle freshe Frisuren und Wieland wird am Ende ein bisschen goofy aussehen. Und jetzt bin ich der. Wieland wird aussehen wie Barry von New Kids. Ja. Ist der hot? Na gut. Ey, es kommt kurz an den Seiten, ne? Mhm. Geil. Wird bei Wieland auch der Schaft freigelegt? Junge, freigelegt, als wäre das so ein Rohr in der Kanalisation, Alter. Oh, da geht aber gut was weg, Bruder. Ja, Alter. Oh, da geht gut was runter. Aber muss ja. Da wird richtig was freigelegt. Die Strähne, das ist doch geil hier. Ja. Können wir die lassen? Ja. Die sieht richtig süß aus. Wieland, wenn er so einkaufen geht, legt er aufs Band einen Rotwein und Kondome. Ich bin einfach froh, dass Kevin gleich einfach mal den Edgar bekommt, Alter. Okay, wir kommen langsam irgendwo an. Wieland, ey, Real Talk sieht geil aus bis jetzt. What the fuck? Oder ist es jetzt schon so ein krankes Upgrade für mich? Upgrade? Ja, 100%. Okay. Mit der Frisur muss Reese heute Nacht gottlos vernascht werden. Vielen Dank für die 2 Euro, Bro. Das war ich von dem Fake-Account. Findet ihr, so könnte Wieland bei den Elevator Boys mitmachen? Es sieht geil aus, aber es ist wirklich ein anderer Mensch. Ja. Verrückt. Wieland wird gerade gestylt, nochmal zum Abschluss. Bitte gleich Telefon Live-Reaktion zwischen Wieland und der Freundin. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wichtig. Kannst du kurz so machen? Junge! Oh, du siehst gerade aus jetzt auf einmal mit 40. Ja, 18, 20, richtig geil. Du siehst auch gesünder aus. Digga, what the fuck? Jetzt gleich mit Brille. Du siehst geil aus, Retalk! What the fuck? Boah, das ist crazy. Boah, das ist immer hart. Bro. Das ist crazy, Alter. Boah, yo. Ist das krass, Alter. Krank. Ach du Scheiße, vielen Dank. Scheiße, meine Freundin ruft mich an, da muss ich kurz rangehen. Warte, ich mach die jetzt auf laut, okay? Ja, wie ist?
Ja. Also. Oh mein Gott, Schatze, wir werden ganz viel Sex haben. Oh! Ist das kranke Scheiße. Alright, Chat, jetzt bin ich dran. Wir machen jetzt einen Edgar. Ja. Meinst du, das kriegen wir hin von der Länge her? Wir probieren einfach. Wir kriegen es hin. Oh mein Gott. Wir werden so gottlos viel Sex haben. Das ist crazy. Jetzt kriegt dieser Mann hier einen Edgar. Digga. Als wir dich angeschrieben haben, dachte ich irgendwie nicht, dass ich den Edgar bekomme. Boah, ich freue mich so auf Chemis, weil das wird so scheiße werden. Man alle so einen freshen Cut bekommen. Ich weiß nicht, ob ich von meinem Friseur hören möchte, das wird am Ende so lustig aussehen. Das ist irgendwie nicht das, was ich hören will, Bro. Geht schon los? Doch, ist doch alles normal, oder? Ich dachte, das sieht ziemlich scheiße. Oh shit, wird da gerade eine Kurve reingemacht? Ja, Bruder. Ach du Scheiße, was machen wir hier? Oh nein! Ja. Oh nein, oh nein! Jetzt geht's los, ach du Scheiße, Digga. Das Ding ist, du hast hier in der Mitte so einen Wirbel. Ja. Genau, es kann sein, dass es nachher absteht. Ja. Oh, oh Gott, oh. Ja, rest in peace, Leute. Bro, da ist gerade ein ganz großer Chunk Haare angefangen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro! What the fuck? Halt die Fresse! Das ist ja geisteskrank! Ich glaube, ich bin nicht ready. Digga, das ist irgendwie nicht die Reaktion, die man von seinen Freunden bekommen möchte. Ich lasse die Wurzel. Ich habe keine Worte dafür. Digga, ich habe gerade gar keine Ahnung, wie es aussieht, ne? Es geht jetzt wohl auch, wenn ich länger schaue. Ja, wenn man länger schaut, geht's. Nein, schlimmer wird's nicht mehr. Ganz kurz, Marsha, würdest du vom Ding her auch sagen, wir werden übertrieben viel Sex haben? Das kann mich jetzt nicht so überzeugen gerade. Was hat der Chat? Ich kann nur Omegaluls und Hahaha's lesen. Er schreibt legit niemand irgendwas anderes. Ich glaube, wenn der Bart ab ist, ist es besser. Das ist vorbei. Sieht aus wie Omas Teppich, wenn die Fransen frisch gekämmt wurden. Das ist krank. Das stimmt aber. Ey, wirklich, diese Donations, das ist absolut bodenlos, Leute. Da schreiben Leute, dass ich keinen Sex mehr haben werde. Deine Frisur von der Seite sieht aus, als hättest du ein Vordach. Boah. Hast du Filme von der Seite? Boah, jemand meint, ich sehe aus wie eine Eichel. Digga, what the fuck? Ist das geil, oder? Ich wusste gar nicht, dass im Edgar sogar vorne ein Riechenschutz mit inbegriffen ist. Ich glaube, jetzt wird's gerettet. Jetzt kommt der Hack-Spoiler. Oh Gott. Oh, das stimmt. Wirklich, also, ich will vieles sehen von dir, Chain, aber nicht, dass du lachst. Nein, nein! Ist das krank? Nein, jetzt sieht das aus wie so, also, als hätte er eine Pickelhaube auf. Also, das ist so Soldat. Bro, Noto, jetzt ist krass. Man muss hier sagen, Chain hat hier einen technisch einwandfreien Edgar hingelegt. Ja, daran habe ich auch nicht gezweifelt. Also da hat wirklich kranke Props gehen da raus. Einfach DJ Khaled, Ned Flanders und Kokosnusskopf von Netz Schulwahnsinn. Wisst ihr, was ich mir jetzt gerade vorstelle? Jetzt ist noch alles so auf lustig und so, aber es wird nachher einen Moment geben, wo wir alle kurz ernst sitzen und im Moment ja. Und der wird so aussehen. Und sagen, nee, Bro, das war dann 10 Uhr das und das. Das ist immer so schade. Das war nur auf der finsteren Lage. Ich mach meine Augen auf und dann nichts rein. Du siehst aus wie eine, die bei der Shopping Queen verliert. Bro, what the fuck? Also die Leute sagen, hinten ist es überkrank. Ja, hinten und Seite ist krass, vorne. Nein, das ist wirklich krass. Was hast du hinten gemacht? So einfach Übergang? Ja, ein Übergang, Table Fade und ein bisschen hochgestylt. Bro, ich bin so gespannt, wie das jetzt aussieht. What the fuck? Oh mein Gott, ja, wir revealen, komm, let's go. Ach du Scheiße.
Digga. Bro. Yo. Aber Loki ist nicht so arsch. Nicht so. Digga, ist okay, ist okay. Kannst du mal hinten machen? Kannst du mal hinten filmen? Also, Bro, es ist wild und es passt nicht zu mir. Aber es ist nicht so, es ist nicht so, wie ich dachte. Ich sehe aus wie ein Atze, ja. Ich sehe aus, als würde ich jetzt Techno feiern gehen, Bro. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie es hinten aussieht. Digga, hinten ist ultra krank. What the fuck? Hinten ist echt heftig. Alter, hinten ist hart. Vielen Dank, Mann. No joke. Sieht aus, als hätte ich einen Helm auf. Also das erinnert mich so krass an, sag ich mal, eine Mutti, so mit 40, die noch ein bisschen was aufpeppen will. Die kommt doch auch so. Die kommt, ja, ja, die kommt so, sag, mach mal ein bisschen wild hinten, oder, ne? Ich schwöre. Ey, Bro, wirklich. Ja, Riesen-Shoutout, wirklich. Geil gemacht, Bro. Geiler Mann, Bruder. Okay, no joke. Alright, das Gruppenbild, okay, let's go. Ja? Ach, schau. Hey, sehr, sehr krass. Wow. Freunde, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Vielen Dank für den ganzen Support, für die ganzen Subs, für die ganzen Nations. Küsse euch. War ein wilder Tag heute. Kuss an euch.